das jetzt mal. Enthüllen. Das erinnert mich sofort an unsere Geschichte als Menschen, die auf vielen verschiedenen Ebenen abgelaufen ist. Ja, das ist Weitergabe von Informationen. Von Individuum zu Individuum, von Generation zu Generation, sogar zurück in den Generationen. Im zweiten Anlauf ist es fast so, als ob das auch Generationen von Skelettresten sein könnten. Ja. Also etwas, was übrig bleibt, ja, von einer Existenz. Es gibt auch Botschaften. Hier steht heilig. Und Sonne. Ja, es hat auch was von Weltall irgendwie. Das sind vier verschiedene verflochtene Ideen. Das eine ist die Umwelt, der Raum, der Lebensraum, das Weltall, ja, vor dem etwas stattfindet, ja, nämlich unser Leben. Das zweite ist, sind verschiedene Generationen, ja, auch von Menschen, die hier in der zeitlichen Verknüpfung miteinander in Beziehung stehen. Das dritte ist der, sozusagen, unsere eigenen, in unserem eigenen Leben, die unterschiedlichen Erfahrungen, die wir nach und nach machen, die dann wieder verknüpft sind. Und das vierte ist, das sind die Reste, die übrig bleiben von unserem Leben oder von überhaupt von Leben, ja, die wir dann wieder interpretieren können als etwas, was mal gelebt hat. Es ist eine Vielfalt. Auch eine parallele Vielfalt und dann aber wieder die Verknüpfung, ja, dieser Vielfalt, die Überlagerung, die Beeinflussung, ja, von Ereignissen und von Prozessen, ja, gegenseitig. Also das ist ein wunderbares Symbol für unsere Verbundenheit auch mit zigtausend Generationen unserer Vorfahren. Ja, das gefällt mir sehr gut, das Bild. Quadratisch, das ist natürlich ist auch ein gutes Format für das Bild, denn dann ist wenigstens jede Seite gleichberechtigt. Ja. Können wir das mal umdrehen eigentlich? Ich würde das gerne mal 90 Grad drehen. Bin ich nämlich mal gespannt. Ich drehe das jetzt nochmal rum. Ja. Leben wieso? Fragezeichen. Ah, und hier steht das entscheidende Wort. Schicksal. Ich meine, das war die Verknüpfung dieser unterschiedlichen individuellen Ebenen und auch das Eingebundensein von einem Individuum in einen Kontext. Ja, das ist natürlich Schicksal, ja, das ist klar. Die Frage ist, ob man das beeinflussen kann. Ich glaube, das zeigt das Bild auch, dass man sich selbst als im Schicksal befindlich interpretieren kann, dass man aber es auch ändern kann. Ja. Das ist die Frage des Bildes, Leben wieso? Und die Antwort ist das Bild. Ja.
Das ist Leben, ja. Eine Verknüpfung von vielen unterschiedlichen Ebenen, sowohl räumlich, ja, als auch zeitlich. Ja. Die Geschichte, die in dem hier dargestellt ist, die ganze Familie hier, das sind 7 Millionen Jahre, in denen wir hier drinstehen, ja, und der Beginn eigentlich dann von gezieltem Hinterlassen von Botschaften oder auch von Herstellung von zum Beispiel Kunstwerken, ja, und so, das ist ganz, ganz spät in der Geschichte. Das passiert erst ganz am Ende, ja, also erst praktisch nachdem 7 Millionen Jahre schon vergangen sind, so lange hat das gedauert, ja. Aber diese 7 Millionen Jahre, die stecken hier drin, ja, in diesem Bild. 7 Millionen Jahre, mindestens. Ich meine, das verliert sich natürlich nach hinten, ja, deswegen muss das dunkel sein, ja. Aber obwohl es dunkel ist, ist es da, ja. Wir müssen es nur aufdecken, ja. Es ist dahinter, ja. Es ist vielleicht auch nicht zu sehen, aber das heißt nicht, dass es nicht da ist, ja. Wir sind ja hier bei ungefähr 3 Millionen Jahren. Ich gehe jetzt noch durch die Zeit und gucke mir das dann noch aus der Entfernung an und lasse das Bild dann in unserer Familie zurück. Ja. Ich glaube, da ist es gut aufgehoben. Ja, da soll das Bild stehen bleiben. Gut. Oder es wäre schön, wenn es da stehen bleiben könnte. Ja, genau da gehört es hin.